Oh, wie kann man da daneben schießen? Wie kann man da daneben schießen jetzt wirklich? Oh, da war dann das hier war. Ich hoffe echt, Deutschland muss weiterkommen müssen. Dann gehen Nordirland einfach verloren. Oder ich jetzt in Sekunde einfach gewartet. Ich darf nicht wieder da rollen. Gut, geschafft. Puder gegen Einzel gegen Bulgarien gewonnen. Tabelle. Bitte Deutsch. Ja, Deutschland! Boah, Gott sei Dank, Deutschland ist jetzt Zweiter. Wir müssen eigentlich sogar Erste sein. Aber Nordirland, Deutschland ganz knapp miteinander. Italien, Weißrussland, Norwegen, Slowenien. Nordirland, Deutschland, aber Deutschland, der kann immer rausfliegen. Armenien, Frankreich, Schweden, England, Zypern, Spanien, Rumänien, Portugal, Kroatien, Mazedonien, Tschechien und Litauen. Okay, wir sind von den Toren ja Erster. Schweden ja Erster mit 23 Toren. Portugal Zweiter. Rumänien Dritter. Griechenland. Ja, Deutschland ist da nicht drin, leider. Das heißt, es wieder gegen die Engländer. Teammanagement. Da kann man nicht ganz machen, was ist ja. Komplett unnötig, was ich da mache. Okay, wir gehen jetzt einfach mal auf weiter. Wo gegen wen spielt Deutschland? Ich hoffe, Deutschland hat einen richtigen, einfachen Gegner. Spielt überhaupt die Deutschen? Spanien, Spanien. Ne, spielen nicht. Spielen wirklich nicht, leider. Okay, jetzt spielen wir in England. In London. 15 Uhr. Ja, alle machen sich bereit auf die Europameisterschaft 2000 in Holland und Belgien. Und da führen wir schon wieder. Ich muss mir. Sie hätten wirklich was dazwischen einbauen können. Also, ich mag es nicht so grob zu spielen, weil da verkacke ich immer. Also, da werde ich keinen Sieg holen. Aber da gewinne ich viel zu viel. Das ist auch scheiße. Aber ich möchte euch möglichst viel zeigen, wie ich so spiele. Und nicht ganz so verkacken. Was soll das? Und der Simon hält Bayern nicht geil. Das ist ja echt witzig. Stefan Schwarz. Simon. Boah, was für ein Hammerschuss. FIFA die EM 2000. Hoffe ich mal, also da hat der Frankreich gewonnen gegen Italien durch ein Golden Goal von David Trezeguet. Einen sehr guten französischen Spieler, war das ja früher. Die Franzosen waren ja eine Großmacht im Fußball zu der Zeit, die waren aus Spanien. Von heute auf jeden Fall, ja, und das war eine kleine Nebeninformation. Deutschland ist einfach in der Vorrunde rausgeflogen mit England, also das glaubt man, das kann man nicht glauben. Oh, da war England mit, da. Die EM 2004 war auch scheiße für Deutschland, da ist Deutschland auch rausgeflogen. Und Deutschland ist in den Europameisterschaften nicht schlecht, die spielen da echt gut. Oh,
Boah, da hätte das ziehen. Jetzt komm. Ach, das war nicht so gut. Boah, da hat er echt verrückt. Auf jeden Fall. Es wird ein. Ich hoffe, also ich will natürlich wen zum Titel bringen. Zum EM-Titel. Das ist das Wichtigste. Weil Schweden war in der Europameisterschaft nie sehr weit. Ich glaube, Halbfinale war das Beste und es war 92 in ihr eigenes Land. Und sonst sind die noch nie so weit gekommen. Weil das ihr größter Erfolg war 58, wo sie im Finale gekommen sind, der Weltmeisterschaft, in auch ihr eigenes Land. Dagegen. Brasilien, aber die konnten da leider nicht gewinnen, weil da war halt der Pelé da. So ein starker Spieler war es ja früher. Aber Messi finde ich, also ich finde Messi persönlich besser. Es kommt auch an, welche Generation man aufgewachsen ist. Weil die, vielleicht die Eltern finden wahrscheinlich, oder die Großeltern finden Pelé besser. Und jetzt, wir haben ja den, oder die. Und die Eltern hatten ja Maradona, die Großeltern haben ich Pelé gehabt. Und ja, und wir haben jetzt Messi halt. Aber wie viele cool, also der Fuß halt immer besser, also man muss wirklich sagen, der Fuß war taktischer, wird schneller, einfach viel besser. Also der Fußball wird einer der wird echt noch wachsen. Fußball ist Kamona, einer der besten Sportarten der Welt. Ich persönlich, Fußball ist halt das Beste, was es gibt. Im sportlichen Bereich. Okay, England gegen Schweden, weiter geht's. 2-0 für uns. Gegen die Briten. Oh. Da hat der Adams. Ganz gut gefault. Da muss man einfach nur Button smash, mehr nicht im Spiel. Hingefallen ist, das sah aus wie bei Platoon. Ach, das leider nicht gerade gut passiert. Hauptsache ein Eckball. Oh, da hat der echte Seaman wieder ganz gut gearbeitet. Oh. Seaman. Alexander ist faul, eindeutig. Ja, war Hauptsache Versuch. Anderson. Auch Anderson. Wieder Elfmeter. Und das 13-0 ist gekommen. In London gewinnen wir verdient gegen die Briten. Also ich spiele noch weiter, keine Angst. Oh, Seaman. Muss ich echt das Publikum, dann sieht echt scheiße aus. Also der Hintergrund sieht einfach grottig eklig aus, das sieht man. Seht ihr es? Pah. Wir machen. Versuchen mal ein Einwurftor. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn es ein Tor gewesen wäre. Aber Einwurf. Ich habe eine Frage an euch. 10 Einwurftore. Also da. Ich, nein, oder? Was das ist, ich glaube, es ist vielleicht in der Kreisliga oder Regionalliga passiert, aber. Aber mehr auch nicht. Also man darf es glaube ich, keine Tor machen mit. Trotzdem
Seaman, der ist echt der Retter der Engländer. Boah, Seaman, ey, der ist aber stark gerade. Und da haben jetzt die Briten Michael Owen. Stefan Schwarz. Schwarz. Boah, Seaman. Michael Owen. Öffnen. Pettersen. Jungberg. Jungberg. Tor. 4-0 gewinnen wir gegen England. England hat jetzt wieder eine Niederlage. Pettersen macht sogar noch das 5-0. Doch noch England wird, hat eine Tragödie mit einer 5-0 Niederlage erreicht. 4. September 99. Guck mal auf die Tabelle, was da alles passiert ist. Italien, Dänemark, okay, ich kann es schon mal abhaken. Italien und Dänemark sind weiter. Also echt, haben die verdient. Slowenien, Norwegen, okay, das Slowenien denkt weiter. Norwegen, Griechenland werden sich ganz gut bekriegen. Oh mein Gott, das ist, aber Nordirland, Finnland, Deutschland, boah. Ich muss sagen, das ist die eine Gruppe, die echt viele Überraschungen hat. Jetzt alle haben eine Chance weiterzukommen. Sowohl Nordirland, Finnland, Deutschland, Moldawien und Türkei. Frankreich und Armenien, ja, Frankreich ist schon sicher. Armenien und Russland müssen noch spielen. Ja, sind noch ein paar. Ist es auf jeden Fall sehr interessant. Nächster Gegner, Bulgarien. Bulgarien auch noch 1-0. Gegen England gewonnen. Oh, die führen jetzt gegen England. Die sind jetzt... Oh. Wenn ich jetzt verlieren würde, heißt das, dass... Oh, das ist doch Hammer. Ich würde ihnen echt gern helfen, wirklich. Also, ich würde gerne die Niederlage kassieren, um die Engländer rauszuschmeißen. Aber das wäre scheiße. Für England. Deutschland muss gegen Finnland. Oh mein Gott, Deutschland hat echt so eine Kacke. Was sie da macht. Die müssen jetzt gewinnen. Zollner. Schweden gegen Bulgarien. Das Spiel geht weiter. Es geht jetzt darum. Okay, Bulgarien spielt schon direkt, aber jetzt sind wir da. Boah, da waren die noch da, die Bulgaren. Hetman. Foul von Bulgarien. Boah, da waren noch der Bulgare da. Ja, noch 0-0-6 Minuten. Perfekt. Ich denke sogar ein Unentschieden würde für Bulgarien reichen. Achter zu werden, also Achter, 8 Punkte. Briten haben dann 7. Großbritannien hat jetzt auf jeden Fall, also England haben sehr viele Spiele verloren, also mit 3 Spiele an der Zahl verloren. Zweimal gegen uns, einmal gegen Bulgarien. Für Bulgarien ist es wichtig, aber wow, das war aber ein edles Tor von Anderson. Was für ein Tor, seht ihr es? Der rennt da so, bam. Das war Hammer. 1-0 gegen Bulgarien in Solna. Pettersen. Oh, Liev.